Willkommen zurück hier bei Let's Play Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. Wir gehen jetzt durch diese Tür und finden einen Speicherpunkt. Wuhu! Oibu, gruselig. Ich habe Angst. Ja, tote Soldaten, das sieht man des Öfteren im Krieg. Nicht, dass das schön ist, aber... Hi, Baby. And you call yourself human. See. More human than you. More human than I. Tell me something I don't already know, darling. I'm a Tzviet. I traded away my human weaknesses for power long ago. Tis the path I've chosen, and the path I'll tread. Till I've sucked all life from this pitiful world. And I'm not going to let you get in the way. You've lived long enough, Vincent Valentine. And I'll make sure you don't come back this time. By slicing you into pieces. Ich mag dich nicht. Du magst mich nicht. Ha! Wir haben es gemeinsam. I've been waiting for you, darling. Hey, ich fühle mich schon beinahe wieder gut in dem Spiel. Na ah, toll. Do you know why they call me the Crimson, darling? Weil du Blut badest. Let me show you. Nee. Can you dodge this? Au. Was sieht? Wow, sieht doch sehr machbar aus. Oh Gott. Das wird sie jetzt die ganze Zeit machen, ernsthaft? Die wird jetzt allen Ernstes die ganze Zeit dieses Ding draußen lassen, na super. Kann ich dir zeigen, warum er mich Vincent Valentine nennt? Da. Warum auch nicht? Ich meine nur. Geht wahrscheinlich auch weniger gut in dem Modus schwer oder so, aber hier funktioniert es ganz lustig. Au. Ja, ist okay. Ist natürlich sehr schön, dass ich mich zurückverwandle und da trotzdem noch auf die Fresse kriege für. Ach. Ach, wenigstens hat sie mit diesem scheiß Ding da aufgehört. Habe ich was gesagt? Nein. Habe ich nicht. Du musst ja sofort wieder mit dem Scheiß anfangen. Also, Ist ja jetzt nicht. Was ist das? Pistolmunition. Oh, cool. Gefällt mir. Na toll, weil ich runtergesprungen bin da prinzipiell. Ha. Sieg für mich. Und das hat mich nur ein Limit-Aktivator und eine High Potion gekostet. Hahaha. Someone stronger than absurd.
bird. Absurd. Jemand, der stärker ist als absurd. Oh. Our time here together is done. But the mighty Azul awaits. Wie jetzt? Sie bleibt am Leben? I shall not grant you the pleasure of killing Rosso the Crimson. No one will ever stand above me. No one. Also tötet sie sich selbst. Okay, fein, von mir aus. Das nenne ich mal eitel. Oder soll sie das gar nicht töten und sie fällt jetzt einfach damit runter? Also sieht zumindest nicht so wie etwas aus, was sie töten würde. Deswegen frage ich jetzt einfach mal so in den Raum rein. Falls das jetzt nicht hinterher noch kommt, wie ich es eh sehe. Naha, Magie angewandt 8-mal, ein S-Rang dafür. Puh, ach, ach, ach. Ja, Roboter zerstört, total gut. Nicht wirklich, aber ist schon in Ordnung so, kann ich mit leben. 10.000. Ja, komm, 10.000. 10.000 für die Gil. Verführerisch, sehr verführerisch mache ich. Gewicht geht runter. Das andere geht hoch. Und damit kann ich es nicht mal mehr verstärken. Finde ich schön. Doch, ja, finde ich sehr schön. Limit-Aktivatoren kann ich nicht kaufen, oder? Nö. Oh, Rückstoßbegrenzer. Interessant. Also... automatischer Nachlader. Rein theoretisch auch interessant. Allerdings ist da die Tatsache, dass ich auch einfach blöd einen Knopf drücken kann dafür. Vincent Valentine. Nenn mich doch einfach Vince! Oder Witzi! Oder Vivi! Oder so, oder? Geh du doch hin und mach sie kaputt. Das bringt uns noch weitere 9 Kapitel ein. Ein pro Reaktor. Haha. What's your location? Shinra Building. Or what remains of it. The same as it was 3 years ago. Though after Meteor Fall, there wasn't much left of Midgar at all. With the exception of Deep Ground. Deep Ground. Sorry, aber bei dem Namen denke ich immer an was anderes. Passage to Deep Ground should be located within Shinra Building. Search for the President's personal entrance. Alright. Und da geht's schon wieder los. Naja, wenn wir das Gallianische Biest sind, könnten wir den Eingang erschnüffeln. Is something wrong? Instant kill. Vincent! What's going on? Why is chaos? Why? Why now? Ich weiß nicht. Aber Protomaterie. You really don't know, do you? The Protomateria helped you control chaos. Now that you've lost it, your mental state has become extremely unstable. Ach. Gut, er wusste nicht mehr, dass er verletzt wurde, aber zumindest der Spieler weiß es die ganze Zeit. Control chaos. Yes. If you recall, you had it extracted from your chest by Rosso,
Ach ja, da war was. Ah, ah, ah. Keine Rückblende. Keine Rückblende. Danke. Chaos. While a part of you, the entity exists independently from the rest of your body. Lucretia. Nein, nein, nein. Den Namen verschimmere ich jetzt nicht. Lucretia. Lucretia. Shell? Oder Shell. Chaos. The harbinger of anarchy. Lucretia. Lucretia. Born before the planet dies. He shall gather together all life for Omega's journey to the Sea of Stars. That is chaos. And he slumbers inside you. Wow. I'm so sorry. You must fight him. I don't want you to die. Lucretia! Ja, niemand wird Vincent in die Hände kriegen, nicht mal ein anderes Weibchen. I don't want you to die. Oh. Das kam jetzt wohl nicht gut. Sah nach Elektroschock aus. Nicht unbedingt gut. Nicht schlimm, aber nicht gut. Hey! Engine room! What the hell's going on down there? Engine room! Damn it! What is wrong? Don't have a damn clue! All of a sudden, engine levels began dropping like crazy! We haven't taken any direct hits, so everything should be running like clockwork! I will go have a look. Muss ich jetzt eine Mission mit ihr spielen? Thanks. Counting on you! Wäre gar nicht mal so uninteressant, muss ich gestehen. Zumindest interessanter als mit Kate's. Kann ich auch so rein? It can't be. Fancy meeting you here, Shaq. You. Quite unexpected. Why did you come here, Nero? Why? I was short a few souls and came to collect. What did you do with the crew? Need you ask? Look around. My mission is complete. One thing. I don't want to let down anyone who's counting on me. Pure nonsense. Nonsense? Perhaps. Na gut, darf ich es halt nicht spielen. Was mit seinen Händen? Sind die verbunden? Zwangsjacke? Ah, okay. Okay, okay. Er kann sie also benutzen. Danke. Die Bestätigung wollte ich dann doch haben. Darf ich also nicht spielen? Okay, fein.
Ich will gar nicht spielen. Als würde ich hier ein Spiel spielen wollen. Pff, ist klar. Ja, es wird auch nicht interessanter, wenn du dir das noch ein bisschen ansiehst. Danke. Ich meinte nur, es wird nicht interessanter. Er muss schon reingehen. Ein Reich in Trümmern. In Trümmern liegt das Reich. Na, es... In 7 stand es noch. Aber danach dann eben in Trümmern. Naja, egal. Da hinten liegt was. Ich nehm's mir mit. Rote Potion. Liegt aber noch mehr. Fragwürdig, wie er jetzt natürlich hier hingekommen ist, nachdem man Rosso besiegt hat. Ich meine, es wird jetzt nicht großartig geklärt. Ja, Rosso besiegt, fertig, gut. Geh weiter, geh weiter. Gibt nichts mehr zu sehen. Ungefähr so war das, ja. AMP-Munition, gut, da hinten ist noch was. Das hättest du auch ruhig einsammeln können, während Shelk da Dinge tat. Schreckliche Dinge. Markepunkt, schön. Pistolenmunition, sehr schön. Ist ja schließlich jetzt die stärkste Waffe, wenn ich hier nicht so komisch rumsnipe. Geht nicht? Achso, da ist die Tür. Aha. Faszinierend. Die Musik ist gut, die gefällt mir. Doch ja. Ah. Wo kommt ihr denn her? Ex-Soldaten oder Soldaten? Keine Ahnung, also ich habe ihn so aus den Augenwinkeln mitbekommen, dass er an mir vorbeigerannt ist, aber... Das war's dann gerade auch. Hoppala. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Das will ich jetzt nochmal genau sehen. Also wenn ich hier... Achso, da unten ist dann was. Okay. Na, die Leute von Soldaten halten aber nicht viel aus. Was bringt man dem bitte schön im Training bei? Wenn die so leicht auf die Knie gehen, kann ich hier einfach runterspringen? Nein, kann ich nicht. Ah. Ich bin jetzt einfach nur daran interessiert, wie ich da runterkomme. Weil ich darf wahrscheinlich nicht mal wieder so ein... Nee. Wenn ich versuche zu springen, dann geht das nicht. Ich meine nur, da liegen Items. Ich will die haben und nicht dran vorbeirennen. Das ist so sinnlos. Ach. Ist ja egal. Ihr lässt mich ja eh nicht dran. Ich will sie gar nicht haben, so. Ach, gefällt mir nicht. Die meinen, wieder rumschießen zu müssen. Das ist nicht gut. Wow. Ja, noch lebig, das ist gut. Ja, aber darauf bin ich eigentlich gerade bedacht. Da ist einer am Schießen. Ich musste jetzt nicht unbedingt mehr Risiko eingehen, als es wirklich sinnig war. Oh Gott. Ah! Au. Ach, da unten. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich toll am Nachladen. Das war ein grandioser Moment von mir. Das war der beste Moment, den ich potenziell hätte auswählen können, um... Neu zu laden. Also, was heißt neu zu laden? Nachzuladen. Naja. P-Munition ist voll. Bisschen Schaden genommen habe ich dabei jetzt dann doch, aber naja. Ist nicht schlimm. Sag ich jetzt mal so. Vorausgesetzt natürlich, da schießen jetzt nicht noch mehr auf mich oder so. Das wäre dann wieder nervig. Dass wir den Aufzug benutzen. Scheinbar.
Ich meine, klar. Ah, okay. Dann komme ich nach unten. Gut. Habe ich gar nichts gegen. Bin ich wenigstens da, wo ich hin wollte. Hab nichts verpasst. Naja. Dann sollte ich jetzt wohl nach da hinten gehen. Was wir hier im Shinra-Gebäude noch so alles entdecken werden, sehen wir aber beim nächsten Mal. Bis dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.